Pyrobar in Wetzikon. Wohl etwas Einzigartiges in der Schweiz. Denn jeden Abend werden hier die Spiele von der Fußball-EM live auf einer grossen Leinwand übertragen. Aber im grossen Festzelt gibt es nicht nur Fußball zum Schauen, sondern man wird auch außerhalb der Spielzeiten gut unterhalten. Sei das so Partymusik oder Live-Moderationen mit Experten, die Veranstalter geben sich alle Mühe, dass man sich in der Eurobar rundum wohlfühlt. Sie wollen den fußballverrückten Leuten jeden Abend ein Erlebnis bieten. Auf diese Idee ist man schon vor ein paar Jahren gekommen. Ja, wir haben eigentlich schon im 1998 das erste Mal das Gefühl gehabt, dass es noch etwas wäre, mal so etwas zu organisieren, weil wir sind eigentlich alle fußballbegeistert und vor allem finden wir es lässig, wenn man zusammen Fußball feiern kann, ein bisschen dazu reden und etwas trinken und das nicht so verkrampfte Atmosphäre ist. Die Fans sollen also nicht verkrampft sein. Das Gleiche hat man an diesem Abend auch von der Schweizer Nazi zu Portugal erwartet. Schließlich ist es alles entscheidende Spiel gegen die Franzosen auf dem Programm gestanden. Und gegen die muss ein Sieg gehen, sonst ist man draussen. Auch in der Eurobar hat man vor dem Spiel gewusst, dass das keine leichte Aufgabe wird sein. Ich glaube kaum, dass eine realistische Chance da ist zum Gewinnen, aber das Spiel kann immer anders laufen, oder? Ziemlich eng. Ich glaube 2-1 für Frankreich. Also mit dem Vorlanden und Panetta von St. Gallen denke ich, es sollte schon etwas reinliegen. So ein Goal zum Abschluss sollte schon reinliegen. Ich denke schon. Geht nichts anderes, 1-0 für die Schweiz. Nach dem Singen von der Nationalhymne ist die Partie pünktlich am 8:15 abgepfiffen worden. Was viel gefordert haben, hat der Köbi Kuhn umgesetzt. Er hat die jungen Stürmer Gigax und Vonlanden von Anfang an spielen lassen. Und genau die haben schon nach kurzer Zeit für mächtige Wirbel vor dem französischen Goal gesorgt. Durch die Schweizer Chancen ist die Stimmung in der Eurobar immer besser geworden. Aber nach der verstolperten Schweizer Chance ist es so gekommen, wie es fast hätte müssen kommen. 1-0 für Frankreich. Wer aber nach dem Führungstreffer von der Franzosen gemeint hat, jetzt sei es um die Schweizer geschehen, der ist nur 6 Minuten später vom Besseren belehrt worden. Der neue Schweizer Superstar Johann Vonlanden schiesst das erste Goal für die Schweizer Nazi an diesem Turnier. Ab dieser Leistung sind die Fans in der Halbzeit natürlich völlig begeistert. Sie hoffen jetzt auf den Sieg der Eidgenossen. Ja, ich hoffe, dass die Schweizer nochmal ein Goal schiessen. Irgendwie Gigax oder Vonlanden. Vonlanden hat sie nochmal hier. Dann kommt's gut. Doch je länger das Spiel gegangen ist, desto überlegener sind die Franzosen geworden. Schlussendlich haben die zwei Goal von Thierry Henry in der zweiten Halbzeit das Schicksal der Schweizer besiegelt. Die Enttäuschung der Fans über das Ausscheiden von unseren Fußballern hält sich in Grenzen. Wir haben verloren, wir haben gekämpft und wir sind stolz auf die Schweiz. Und wenn wir den Rooney gehabt hätten, hätten wir eh gewonnen. Also. Ja, also ich finde, die Schweiz hat sich gut gemeistert. Nein, sie haben wirklich so stark gespielt, habe ich gefunden, gegen Frankreich, sehr gut. Und sie haben endlich ein Goal gemacht. Ja, das Goal von Vonlanden ist natürlich das absolute Highlight, dass wir noch eins angebracht haben. Auf das bin ich natürlich besonders stolz. Auch die Organisatoren von der Eurobar ziehen eine gute Bilanz von diesem Fußballabend. Schließlich hat man ein volles Zelt und eine super Stimmung gehabt. Ja, ich würde sagen, wir haben etwa bis zwischen 750 und 800 Leute gehabt. Tipptopp, so muss es sein. Alle für die Schweiz gewesen, also der grösste Teil einmal. Und einen kleinen Trost haben wir ja jetzt schon. Denn in 4 Jahren sind wir wieder mit dabei, und zwar dann, wenn die EM bei uns in der Schweiz stattfindet.